Ja, hallo zum Webcast über Excel und was man alles Schönes mitmachen kann. Ich stand vor kurzem vor dem Problem, ich musste ein Fahrtenbuch führen, oder ich muss ab jetzt ein Fahrtenbuch führen, weil ich eben im Rahmen meiner Selbstständigkeit Kunden besuche und das muss man dann dokumentieren, damit man das steuerlich einreichen kann. Und jetzt habe ich überlegt, was mache ich da, und weil ich mich mit Excel eigentlich recht gut auskenne, habe ich gedacht, komm, mal schauen, was man mit Excel auf die Schnelle hinbekommt. Wahrscheinlich bin ich da schneller, als wenn ich mir ein extra Programm dafür kaufe, und jetzt wollte ich gerade mal kurz zeigen, wie man das selber machen kann. Ich lege erstmal einen Kundenstamm an. Den kann man eventuell auch aus den Programmen, die man bereits verwendet, exportieren, den Kundenstamm. Und ich arbeite noch mit dem Kürzel, damit ich nicht immer so viel eingeben muss. Machen wir zum Beispiel SVS und ja, was könnte man machen als Beispiel? TBW von der Bund Wilferding, da bin ich im Lauftreff drin, zumindest war ich's. ja, PST. Und dann braucht man Kundenname, das ist der SV Sasbach, das ist der von der Bund Wilferdingen. Und was machen wir hier? Machen wir mal Fu, muss jetzt nichts Vernünftiges sein. Dann braucht man natürlich die Adresse. Machen wir irgendwas. Dann ja, kopieren wir einfach mal und ändern es dann ab. Und dann brauchen wir natürlich noch den Weg. Machen wir hier 16,7, hier nochmal 25,2 und hier machen wir mal 101 von mir aus. Entschuldigung, ich formatiere das Ganze vielleicht mal noch als Zahl. Und eine Nachkommastelle reicht. Ich formatiere es gerade mal noch ein bisschen. Hier gibt es dieses schönes Spaltenbreite automatisch anpassen, Zeilenhöhe automatisch anpassen, sieht das Ganze vernünftiger aus. Ich könnte aus dem Ganzen jetzt noch eine Tabelle machen, das zeige ich vielleicht nachher. Jetzt habe ich gedacht, ich mache noch eine Liste mit Gründen, weil man muss ja beim Finanzamt angeben, was der Grund für die Fahrt war. Mache ich auch ein separates Blatt, ich finde es immer recht übersichtlich, man findet sich schnell zurecht. Machen wir mal Dienstleistung vor Ort, machen wir Kundenbesuch. Neukunden, Neukundenakquise und ein Geschäftsessen von mir aus. Das soll mal reichen. Auch hier könnte man wieder eine richtige Tabelle draus machen. Ich mache es jetzt mal so, das ist die einfachste Variante. Und jetzt machen wir hier quasi diese Fahrten, die wir festhalten wollen. Und im Prinzip möchte ich ja jetzt nur noch angeben, bei das Datum. Und dann will ich das Kürzel auswählen, damit ich nicht so viel tippen muss, und die Anzahl Wege, die man gefahren ist. Weil das Finanzamt interessiert jetzt nicht die Anzahl Wege, die ihr gefahren seid, sondern die Kilometer. Da ist auch tatsächlich nur das relevant, was ihr gefahren seid. Wenn ihr die längere Strecke gefahren seid, einfach um Stau zu vermeiden und so weiter und so fort, dann gilt auch die. Aber ich bin kein Steuerberater, das müsst ihr euch dann selber mal anschauen. Das darf man jetzt nur als kleiner Hinweis mitnehmen. Ist also nicht wie bei der Geschichte, wenn man Angestellter ist und man fährt zum Arbeitsplatz, da gilt nur der kürzeste Weg und auch nur die einfache Fahrt. Und das gilt im Rahmen der Selbstständigkeit dann nicht mehr. So, also wir brauchen eine Datumsangabe, wir brauchen Anzahl Wege. Können wir uns, wie gesagt, sparen, ich will es nur flexibel halten, falls man darin auch seine eigenen Fahrten zum Arbeitgeber, wenn man zum Beispiel wie ich auch noch festangestellt ist. Kürzel, Grund, Firma, Adresse, Kilometer. So, formatieren wir das hier mal kurz als Datum. Kurz. Wobei ich habe es, glaube ich, bei mir lang gemacht, weil ich sehe gerne, um was für einen Tag es sich gehandelt, also Montag, Dienstag und so weiter. Sagen wir mal hier einen Tag ein. Heute haben wir den 20.12.2014. Dann sehe ich, es war ein Samstag,
Dann sehe ich schnell, ob ich mich vertippt habe, weil Samstag ist man beispielsweise selten bei einem Kunden. Ja, so Ansel Weges haben wir mal zwei. Und jetzt möchte ich Kürzel SVS eingeben können und im Prinzip soll es den ganzen Rest, soll es sich sagen, ich muss noch einen Grund auswählen, wobei ich jetzt beim Grund tatsächlich auch nur aus dieser Liste auswählen können möchte. Schauen wir uns auch gleich an, wie das geht. Und ja, Firma soll sich automatisch ziehen, Adresse und Kilometer. So, jetzt formatiere ich das Ganze mal als Tabelle. Ich habe ja vorhin gesagt, ich zeige auch mal, wie man mit Tabellen arbeitet. Das geht so, hier als Tabelle formatieren. Zur Info, ich verwende hier Office 2013. Es geht aber zurück bis zu 2007. Allerdings sind eventuell beim 2007er Office ein paar Funktionen eingeschränkt. Da meine ich noch was im Hinterkopf zu haben, dass beispielsweise diese Auswahlgeschichten müssen in separaten Arbeitsblättern sein. Da bin ich nicht mehr sicher, oder im gleichen Arbeitsblatt muss es sein. Und zwar, wenn wir das hier machen, wir gehen mal auf Grund, so, und Daten. Ich hätte das Fenster ein bisschen größer ziehen müssen, dass man das besser sieht. Mal eine kurze Pause. So, ich habe es jetzt gerade ein bisschen größer gezogen, damit man hier oben auch alle Bereiche sieht. So, jetzt wähle ich nochmal hier diese Spalte aus und gehe auf Datenüberprüfung. Ist also im Bereich Datentools. Zulassen. Da muss ich die Liste auswählen. Und jetzt kann ich sagen, woher diese Liste kommt. Und zwar ist das aus. Ich mache jetzt mal eine ganze Spalte. Wenn man eine Tabelle hätte, müsste man dann eben diese Tabellenspalte auswählen. Leere Zellen ignorieren. Da kann man jetzt sagen, ja oder nein. Möchte ich einen Dropdown? Ja, ich möchte einen Dropdown. Leere Zellen ignorieren. Ja, lassen wir es mal drin. Ist in dem Fall eigentlich besser, wenn man es rausmacht, aber jetzt lassen wir es mal drin. Eingabemeldung anzeigen, wenn Zeile ausgewählt wird. Da kann man dann so quasi Info und Tooltips hinterlegen. Lasse ich mal weg. Fehlermeldung ist auch was Wichtiges, was zum Beispiel passiert, wenn da jemand einen anderen Kunden versucht einzugeben. Dann nimmt die Zelle das nicht an und dann zeigt es einem da was an. Machen wir mal. Und bitte wählen Sie einen Grund, den vorgefertigten Texten aus. Und dann machen wir auch noch die Eingabemeldung für die Kollegen beim Finanzamt. So, und wenn ich jetzt hier drin bin, dann sieht man schon Grund selektieren für die Kollegen beim Finanzamt. Und dann kann ich hier eben nur aus den bestehenden Werten auswählen. Jetzt kann natürlich einer auf die Idee kommen, ja, ich tippe hier halt mal was ein und dann kommt jetzt das, was wir bei dieser Datenprüfung hinterlegt haben. Und dann wiederholen, geht nicht, ist nicht. Also das kann man nicht da drin lassen. Das heißt, man hat gewährleistet, dass hier nur valide Gründe drin stehen. So, nächster Punkt. Wir wollten erreichen, dass das hier automatisch gefüllt wird. Und hierfür arbeiten wir mit einem S-Verweis. Ich habe das schon mal im vorherigen Webcast zu Excel gezeigt. Also eine sehr mächtige Funktion, die man eigentlich ganz häufig verwenden kann. So, jetzt was ist unser Suchkriterium? Suchkriterium ist unser Kürzel. Deswegen habe ich das Kürzel eingeführt, dass man sich Tipparbeit spart. Dann muss ich die Matrix angeben. Und die Matrix ist in diesem Fall diese Tabelle. Ich mache es jetzt gerade mal ein bisschen größer, falls man unten drunter noch was reinschreibt. Aber auch da könnte man mit einer Tabelle arbeiten. Das ändern wir vielleicht im Nachhinein noch ab. Also die Matrix ist im Prinzip der Datenbereich, aus dem Sachen rausgesucht werden sollen. Und hier steht unser Kürzel drin. Das ist das, auf was das Suchkriterium matchen muss. Und wir möchten dann in dem Fall beispielsweise den Kundennamen. Später möchten wir noch die Adresse und einen einfachen Weg rausziehen. So. Das Ganze wird wieder über Semikolon hier oben getrennt. Also wenn ich hier reinklicke, gibt es einem auch gleich einfach vor, was man da alles eintragen muss. Wenn man sich ein bisschen mit Formeln auskennt, ist das eigentlich keine große Hürde. Und ansonsten kann man immer noch auf die Hilfe von Excel zurückgreifen, die eigentlich sehr gut ist. So, jetzt soll man Spaltenindex angeben für die Informatiker unter euch. Der Wert beginnt nicht bei 0, sondern bei 1. Das heißt, Spalte 1 ist das Kürzel, Spalte 2 ist der Kundenname, Spalte 3 Adresse und so weiter. Und da wir den Kundennamen wollen, müssen wir 2 eintragen. Und jetzt kann man hier noch eine ungefähre Übereinstimmung oder genaue Übereinstimmung im Sinne von das, was am nächsten dran ist, wird genommen. Wenn es den richtigen Wert nicht gibt,
Nein, wir wollen eine genaue Übereinstimmung. Uns bringt es nicht, dass irgendein Kunde genommen wird. Also machen wir falsch. Hier muss man übrigens mit Tabulator das Ganze selektieren. Da komme ich auch oft durcheinander. So, und dann hat es hier auch Sasbach gezogen. Und das gleiche machen wir bei der Adresse. Also ich wähle S-Verweis. Jetzt sagt es mir hier schon, ich soll das Suchkriterium angeben. Das bleibt natürlich das Kürzel. Ich soll die Matrix angeben. Die bleibt auch gleich. Ich könnte auch hier zum Beispiel die kompletten Spalten, dann geht es bis ganz runter. Das macht aber die Tabelle ein bisschen, also es kostet natürlich ein bisschen Rechenpower, weil es muss ja dann immer 65.000 Zeilen durchgehen, obwohl da nichts drin steht. So, Spaltenindex, da brauchen wir jetzt in dem Fall 3, weil wir möchten ja die Adresse, und wir machen auch hier wieder Falschübereinstimmung. Bestätigen das mit Tabulator, machen die Klammer zu und drücken Enter. So, und was passiert jetzt, wenn wir das Ganze nach rechts ziehen? Das wäre ja auch eine Lösung. Was hat es denn da geändert? Der Grund ist gleich geblieben, der Kundenstamm ist auch richtig geblieben, und hier hat es die 3 gemacht. Gucken wir nochmal. Also ich kann jetzt hier beispielsweise auch auf die Formel, das habe ich ja vorhin gesagt, da kann man auch draufklicken. Grund, ja genau, hier hat es leider was falsch gemacht, hier hat es den Grund genommen, und hier brauchen wir aber Anzahl Wege, ne, Entschuldigung, hier brauchen wir Kürzel. Und Spaltenindex war Kilometer. Gucken wir mal kurz hier, Kundenstamm. Das war Spaltenindex 4. Und hier unten zeigt es eigentlich schon das Ergebnis. Man merkt, es muss irgendwo ein Fehler sein. Es ist hier doch falsch, weil es B1 genommen hat. Muss man das also nochmal richtig selektieren. So. Und jetzt steht hier unten auch 16,7. Ne, hier. Mache ich okay. So. Und jetzt müssen wir das Ganze festzurren. Ich habe ja gerade mal gezeigt, was passiert, wenn man das Ganze nach rechts verschiebt. Nach unten wird es dann auch verziehen, deswegen funktioniert es hier nicht mehr, wenn ich es nach unten, beziehungsweise wir müssen erstmal das eingeben. Machen wir Turnerbull Wilferding. Das hat sogar gemacht. Richtig, wobei es nimmt hier die falschen Werte, es fängt erst ab A2 an. Das heißt, man muss jetzt noch hergehen und das Ganze festziehen, weil unseren Kundenstamm, die Auswahl dort, wird immer die gleiche bleiben. Das fängt nicht mal bei A2 oder A3 an, sondern es fängt natürlich immer links oben an und geht bis rechts unten von der Tabelle. Deswegen macht man hier diese Dollarzeichen, dass sich nichts verschiebt, wenn man das Ganze jetzt zieht. Kürzel ist gleich. Dann die 2 bleibt gleich, da ändert sich eh nichts. Dann passt es so. Dann können wir das hier mal nach unten ziehen. Ich trage jetzt hier schon mal ein paar Kürzel ein. SVS, DST, TBW, SVS, TBW. So, und hier müssen wir das gleiche machen. Hier machen wir diese Dollarzeichen. Ziehen wir es nach unten. Ja, ich hätte vielleicht nicht überall Schneidergärten nehmen sollen. Das nehmen wir hier mal, was weiß ich, Leilingstraße. Und hier nehmen wir Postweg. Und jetzt sieht man auch, dass das Ganze funktioniert hat. So, bei der Kilometergeschichte haben wir noch ein Problem. Wir haben jetzt zwar den einfachen Weg, aber wenn ich hier 2 eingebe, möchte ich ja natürlich, dass hier das Doppelte steht. Also mache ich einfach hier nochmal und dann hier Anzahl Weg. Und wenn ich das Ganze nach unten ziehe, so, Anzahl Weg, einfach, dreifach, vierfach, obwohl es ja jetzt keine sinnvollen Werte sind, nämlich nur, dass man hinten sieht, dass das Ganze funktioniert. Hier gehen wir einfach jeden Tag eins höher. Und jetzt selektieren wir hier noch ein paar Werte. Entschuldigung, ich muss noch ein Stück trinken. So. Jetzt, warum findet es hier nichts? Ah, ich sehe, ich habe hier oben noch nicht festgezurrt. Ja? Jetzt hat es hier das nämlich verändert, sodass es die Werte nicht mehr findet. Also hier steht ja auch ein A3 bis D9. A3 bis D9 wäre das hier. Der Bereich, also wir sehen, das obere SV Sasbach fliegt dann schon raus. Und wir sind hier bei SV Sasbach. Und deswegen muss man hier das eben auch noch richtig festzurren. Da gibt es auch irgendeine Funktionstaste, um das hier vernünftig zu machen, dass man das von Hand tippen muss. Die fällt mir jetzt allerdings gerade nicht ein. Falls der Leser das weiß, kann es mir ja gerade nochmal in den Kommentar reinschreiben. So, und jetzt haben wir das Ganze so. Und jetzt sagen wir mal, am Ende vom Jahr möchte man sich auch noch auswerten, wie viele Kilometer bin ich in diesem Jahr gefahren.
weil steuerlich absetzbar sind dann die Kilometer mal 0,3, aber auch hier wieder nur Hinweis, jeder braucht einen Steuer- oder ich darf keine Steuertipps geben. Das heißt, ihr müsstet einen Steuerberater fragen. Aber ich möchte mir jetzt am Ende vom Jahr auswerten, wie viel bin ich denn in den einzelnen Jahren gefahren. Vielleicht machen wir deshalb auch hier noch ein 2013 draus, dass wir hier auch noch unterschiedliche Sachen haben. Mache ich hier eine kleine Auswertungstabelle. Ich mache jetzt gerade oben drüber 2013, 2014 und hier Gesamtkilometer nennen wir das Ganze mal. So, jetzt muss ich natürlich alles berechnen, was dem Jahr entspricht. Und das gibt es mit der Formel Summe, hoppla, Summe Benz. Wer sich damit auskennt, der kann das hier auch aufmachen. Und hier steht auch, was diese Summe macht. Addiert die Zellen, die von einer bestimmten Gruppe oder von Bedingungen oder Kriterien angegeben sind. So, und jetzt, was muss man als erstes eingeben, ist Summe Bereich. Also die Spalte, die ich auch kumulieren möchte, das wäre diese. Achtet darauf, dass ihr bei der Tabelle die Spalte anklickt, also hier diese Spaltenüberschrift, damit es auch die komplette Tabelle selektiert. So, ne? Bei Langtabellen würdet ihr eventuell was vergessen oder würdet irgendwas verpassen. Und deswegen muss man hier eben einfach auf die Spaltenüberschrift einmal klicken. So, was ist unser Kriterienbereich? Unser Kriterienbereich ist das Datum. Ne? Weil wir möchten ja alles von 2013 selektieren. So, und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wie hatte ich das gemacht gehabt? Ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe noch eine unsichtbare Spalte eingeführt. Ist jetzt im Prinzip egal, wo wir die reinmachen. Statt hier einfügen, ne, das ist im Bereich Zellen, dann kann man sich einfach noch eine weitere Spalte hinzufügen. Ja, ich muss dann allerdings das erweitern. Machen wir es anders vielleicht. Dann machen wir das hier so. Einfügen. Ja, und hier gibt es auch eine Formel, die heißt ja. Dann gibt man das Datum an. Zack. Und das Ganze hier sind Zahlen. Zahlenformat ohne Komma. So, jetzt habe ich auch das Jahr. Und jetzt kann ich hier mal die Formel eintippen. Nochmal. Summe, wenn's. Summe hiervon. Kriterienbereich ist das hier. Und was ist mein Kriterium? Mein Kriterium ist natürlich hier die Jahreszahl. So, und dann hat es die Gesamtkilometer. Jetzt kann ich auch schon anfangen, hier diese Spalte auszublenden. Das geht über Format, ausblenden, Spalte ausblenden. Und jetzt, wenn ich das nach unten ziehe, dann habe ich hier eben diese Gesamtkilometer, die ich 2014 und 2013 gefahren bin. Ich muss an dieser Stelle nichts mehr anpassen. Man sieht, A2 und A3 unterscheiden sich hier. Das hat damit zu tun, dass ich ja nach unten gezogen habe, aber das ist auch gewollt, weil unten drunter eben die nächste Jahreszahl steht. Wenn ich jetzt noch eine weitere Jahreszahl hinzufüge, 2015, da dürft ihr jetzt natürlich nichts finden, also steht hier 0. Ja? Also dies ist so eine Tabelle. Wir können jetzt auch noch hergehen und die Gründe zu einer Tabelle machen. Dann gebe ich aber der Ganze eine Überschrift, Gründe. Und dann sehen wir gleich, wie sich das unterscheidet. Ich mache hier nicht immer so die Spalte markieren und dann komplett daraus eine Tabelle. Bei großen Tabellen macht das die Excel-Datei extrem groß und unperformant. Also geht einfach her und macht vielleicht so. Dann sagt ihr als Tabelle formatieren. Und ich mache jetzt einfach mal hier das. Tabelle hat Überschriften, ja. Zack. Und jetzt machen wir hier bei den Grund, wo sind wir? Ja, hier Grund. Gehen wir nochmal auf Daten. Datenüberprüfung. Eingabe. So, und jetzt machen wir das hier ein kleines bisschen anders. Wir sagen, zack. Und, okay. Und vielleicht machen wir hier auch noch eine Tabelle daraus. Ich mache die auch mal gleich ein bisschen größer. Daten, hoppla, als Tabelle formatieren. Der Vorteil bei diesen Tabellen ist, dass die Formeln dann nicht mehr von Hand angepasst werden müssen, weil dann gibt man nur noch an, nehme mir von der Tabelle diese Spalte, wie viele Zeilen die dann hat und wie lang das Ganze wird, spielt dann keine Rolle mehr. Da muss man von Hand nicht mehr nachbessern. Das ist der Vorteil. Das heißt, jetzt gehen wir mal hier drauf. Und wir ändern hier jetzt eben diese Matrix ab und sagen hier
Zack, und jetzt seht ihr auch hier, jetzt steht hier Tabelle 3 drin, ne? Das ist der Vorteil, dass hier jetzt Tabelle 3 drin steht. Weil wenn das weiter nach unten geht, spielt es gar keine Rolle. Man muss hier nichts anpassen. Wir hatten ja vorher, wenn wir nach rechts gucken, hier haben wir feste Angaben, es geht nur bis D17. Wenn wir jetzt tatsächlich mal hier weiter nach unten noch mehrere Zeilen eintragen, dann ist, sprengt es quasi den Rahmen und würde von unserer Form nicht mehr erfasst werden. Und wenn man das Ganze dann eben hier statt mit festen Angaben macht, kann man auch hergehen und einfach die Tabelle. Ja, jetzt sehe ich gerade. Ich will die Tabelle. Hoppla. So. Tabelle 3 alle. So rum war das. Das habe ich hier jetzt auch gerade nicht ganz richtig gemacht gehabt. Wir haben hier nämlich nur Tabelle 3. Bin ich ganz sicher, ob das jetzt ein Unterschied ist, ob man da alle oder nur Tabelle 3 hat. Ich mache normalerweise immer alle. Ja, und so kann man sich dann ein Fahrtenbuch machen, und wenn man das Ganze jetzt abgeben muss, wie gesagt, die Kollegen von Finanzamt interessiert es nicht, oder euer Steuerberater interessiert es nicht, auch die Wege, sondern Spalten ausblenden. Das wäre jetzt das, was ihr bräuchtet. Den Kürzel braucht ihr auch nicht, blenden wir das auch noch aus. Spalte ausblenden. Und dann kann man das Ganze hier STRG verdrucken. Und dann kann man das Ganze hier drucken. Ne? Natürlich Markierung, was Auswahl. Ja, hier. So, dann kann man das ausdrucken, kann das übergeben. Und so einfach hat man sich mit Excel ein Fahrtenbuch gebaut. Wenn ihr mehr von über Excel-Funktionalitäten, was man sich schönes mit basteln kann, erfahren wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare oder gebt mir Feedback in irgendeiner Form. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann natürlich auch über einen der Wege, könnt ihr mich kontaktieren. Heute ist der 20.12. Ich wünsche jedem schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.